Nein! Okay, war der Abkürzung. Nein, 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 nein. Wieso müssen die auch wieder spawnen? Okay, die Hakuna schießen kann ich nicht, sondern nur in die vier Himmelsrichtungen. Reicht das? Ja, man hat's brennen gehört. Okay, hat doch nicht gereicht. Trotzdem, man hat's brennen gehört. Ah, erstmal in die Zeit zurückreisen. Ah, cool, geht. So, jetzt verbrennen. Die Zukunft ändern freigeschaltet. Jetzt muss ich da durchkommen. Oh, perfekt. Sterb. Okay. Hier könnte ich die Zukunft wieder in die Vergangenheit. Aber ich will erstmal hier lang. Ah. Hier müsste ich auch was verbrennen. Aber von wo? Hier gibt es gar kein solches Feuer. Oder warte. Ah, wie cool. Karte, Kefkas Geist. Nice. Oh, warte. Nicht so. Da muss ich wieder mit Bomben arbeiten. Wird ja noch voll kompliziert, dieses Spiel hier. Und das war gerade meine eigene Dummheit, sorry. Oh je. So, jetzt. Geht doch. Dann muss ich noch einmal. So, dann komme ich auch dadurch. Perfekt. Ich habe irgendwas freigeschaltet gerade. Ich habe aber keine Ahnung was. Zumindest kam dieser Freischaltton. Kann ich von... Nee. Okay. Dann wieder in die Zukunft. Für eine Kiste. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wo der Weiterweg sein soll. Ah, ich seh's. Never mind. Dun, 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 dun. Nur noch eine Fledermaus im Weg. Was? Wie hat das nicht getroffen? Oh Gott, da habe ich einiges an Schaden genommen. Jo, nice, alle tot. Ich weiß zwar nicht, wieso ich den sprengen sollte, aber ich spreng einfach mal. Hier ist gerade kein Feuer, okay. Dann geht's noch hier lang. So, lauft mir alle rein. Stern oder Karte? Stern. Ich habe mittlerweile so viele. 11 von 30 erst. Okay, das ist wenig. Habe ich nicht erwartet. Yay, Vergangenheit. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... Jetzt bin ich vergangen. Ach ja, hier kann ich jetzt so. So. Was mit dem denn? Ihr könnt Folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Okay, also kurz gesagt, Flammen platt machen. Ich denke mal, hier fange ich an. Wahrscheinlich entzündet das irgendwas da hinten. Ah, nee. Ich muss von der anderen Seite das hier entzünden.
Okay, mache ich gleich. Erstmal will ich wissen, wo es hier lang geht. Nein. Oh. Manchmal nerven die Teile. Da komme ich nicht durch. Okay. Gibt's da oben was? Nope. Ist nur ein anderer Weg. So, hier lang. Da lang. Und dort lang. Einfach mal überall schießen. Wird schon irgendeinen Sinn haben, was ich gerade gemacht habe. Okay, die eine Flamme hat hier den Baum entzündet und die hat... Ah, zum Glück habe ich die Büsche hier weggemacht. Oh, hier muss ich wieder in die Vergangenheit. Inaktiv, okay. Dann muss ich doch erst da unten rein. Zum Glück weiß ich, wie man die Flamme anmacht. Oh. Jetzt muss ich aber erst in die Vergangenheit. Oh, komm schon. Von hier kann man nicht. Bisschen Backtracking muss ja sein. Auch wenn es nur aus meiner eigenen Dummheit entstanden ist. Aber irgendwie diese 16-Bit-Musik mag ich mehr als die normale. Die erinnert mich wahrscheinlich an die alten Zeiten, als Spiele noch schwer waren. So. Von hier. Genau. Die kann ich nicht entzünden, leider. Nee. Da muss auch noch irgendwas kommen. Jetzt ist nur die Frage. Okay, Frage beantwortet. Ich dachte gerade, ob ich da rein soll als Vergangenheits-Ich oder als normales Ich. Aber da so ein Dimensionsstein davor steht, habe ich ja keine andere Wahl. So, Klink aufreißen. Mal schauen, was in dieser Höhle so ist. Fledermäuse, yay! So kriegt man einfach alles platt. So, die kleine Rätsel kennen wir ja schon. Die sind jetzt nicht so schwer. Gleich der zweite Raum, eine Falle. Okay. Erstmal Kiste aufmachen. Amuletthälfte, nice. Opa, das war knapp. Ich würde gern die Magier so schnell wie möglich hier ausschalten, bevor ich mich um die Skelette kümmere. Der hat mich noch getroffen, nicht gut. Oh, probieren wir mal Bomberman-Style, die auszuschalten. Ja, bleib stehen. Nice. Eine Bombe reicht nämlich für die. Das war zu früh. Der geht mir nicht hinterher, okay. Hier sollte gut sein. Jupp. Und der... Ich wollte gerade sagen, der ist verbuggt. Und dann dreht er sich um und schlägt nach mir. Bogen ausgerüstet. Ich denke, damit komme ich am besten zurecht. Und hier gibt es wahrscheinlich noch einen Stern. Freigeschaltet. Ein Stern.
12 von 30. Immer noch nicht mal Halbzeit. Entweder ich habe einige Sterne verpasst, was ich irgendwie gerade nicht glaube, weil ich ja relativ gründlich war. Oder wir sind noch nicht mal in der Halbzeit des Spiels angelangt. So, reicht eine Hälfte, um den hier zu aktivieren? Ja. Gut, immerhin. So, einfach überall mal langballern. Irgendwas wird's schon treffen. Komm schon, geht doch. Okay, hier lang könnte ich, indem ich den Dimensionsstein angreife. Aber ich will erstmal oben erkunden. Hier komme ich auch nur mit Dimensionsstein hin. Aber ich muss oben wahrscheinlich erst hier die Flammen so hin tun, dass ich den hier verbrennen kann. Okay, das machen wir jetzt mal. Ich habe wahrscheinlich mit der Flamme hier unten da oben eins entzündet. Dann muss ich jetzt mit der oberen rechten Flamme die linke Flamme und mit der linken Flamme nach unten. Mann, ist das kompliziert. Oh. Wieso haben die da kein Zeitreisekristall? Ich glaube, das so geht schneller. Nein. Ja. Hoffentlich war der nah genug. Natürlich nicht. So, der muss aber. Wahrscheinlich ist das nicht mal der Weiterweg, sondern nur optional, aber man weiß ja nie. Dann halt nicht. So. Ah, ein Herz. Ich habe da schon die Kiste gesehen. Also mache ich das alles für eine Kiste. Und ich habe den Dimensionsstein gesehen. Das heißt, ich muss in der Zukunft da durch. Na. No. Dun, dun, dun. So, Zukunft. Yay. Jetzt kann ich da durch, endlich. Hoffentlich, ja, bin durchgekommen, ohne die Fledermaus anzugreifen zu müssen. Oh, hier nochmal Vergangenheit, dann kann ich hier durch. Dann muss ich noch einmal Zukunft. Wow, was denn hier passiert? Die ganzen Bäume sind abgebrannt. Und zwar wirklich alle. Das ist ja traurig. So, wofür habe ich aber jetzt das Ganze auf mich genommen? Eine Doppelkarte. Kairis, meine Begleiterin. Okay. Die gibt es auch schon als Karte im Spiel. So. Kann ich irgendwas machen, weil hier Bäume verbrannt sind? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir jetzt mal unten weiter. Seht euch um, so viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Ogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Ah, hier kommt man wieder raus. Komm schon, schneller. Angriff. Daneben? Boah. Irgendwie sehen diese Bienenartigen schlimmer aus, aber mir kommt so vor, als ob die Pilze mehr Leben haben. Oder? Ach. Schwer zu erraten. So. Erstmal abspeichern. Abspeichern geht doch.